Finale Mission 12. Es ist eine Falle. Ich wusste doch, diesen hinterhältigen Ratten darf man nicht trauen. Alle Schiffe, Feuer frei! Beschützt die Königin! Ihr Misstrauen wird Ihnen nichts mehr nützen, Admiral Amelia. Die Falle ist zugeschnappt. Sie und Ihre ach so verehrte Königin können von nirgendwo mehr Hilfe erwarten. Alle Schiffe, volle Kraft voraus! Eilt der königlichen Garde zu Hilfe! Ei, ei, Jungchen! Du rammst sie von der einen Seite und ich von der anderen. So, die Mission kann ich jetzt auch noch machen. So, Jungs, ihr bleibt mal schön bei mir. Es ist zwar egal, ob ihr eine Mission abkratzt oder nicht, aber ich hätte euch gerne noch bis zum Ende behalten, zumindest die, die noch liegen. So. Zerstört, gut. Hier haben wir eine Patrouille. Das letzte Metallanerschiff, das wir noch nicht gesehen haben. Der will mich hier rammen. Frontal lasse ich dich jetzt hier nicht rammen. Willkommen auf unserer kleinen Party, meine Herren. Nehmt die Viecher ins Visier und Feuer frei! Es gibt genügend für alle. Puh, ich liebe Medias Humor für solche Sachen. Na gut, sie hat ja auch Spaß dran, Prokionen zu vernichten. Von Metallanern gerammt zu werden, ist immer sowas Unschönes. Sind ja aber auch extra dafür gebaut, dass sie sowas können. Gegen meine Breitseite können sie trotzdem relativ wenig tun. Die, wenn sie ein, zweimal abkriegen, sind sie weg. Zudem, da hinten haben wir noch ein größeres prokionisches Schiff. Was ist das? Ist das ein Kampfschiff oder? Oh, das ist ein Eisbrecher. Nach dem Großkampfschiff das größte Schiff der Prokionen. Da ist sogar Emilias Schlachtschiff. Die ist höchstpersönlich hier. Da kommt der Nova-Werfer. Nova-Werfer von den prokionischen Schiffen. Den hat der Eisbrecher. Jimbo, der miese prokionische Diplomat will das Parlament angreifen. Ich werde diese Metallaner aufhalten. Bring du unsere Majestät in Sicherheit. Aber Sie und der Admiral kommen nicht allein gegen die Metallaner an. Die sind zu stark.
zum Thema Admiral, der ist da. Der alte Silver hat noch ein paar Tricks übrig. Überlass diese metallanischen Monster mir und meinen Jungs. Also dann auf zum Commander, Parlament. Die Prokionische Flotte bombardiert das Parlament. Komm, dem will ich noch eine Breitseite geben. Jetzt kommt der nochmal mit dem Nova-Werfer. Der gut, der trifft nicht mehr so direkt. Eisbrecher schon, hartes Schiff. Feuer! Okeanisches Schiff in Sicht! Metallana in Sicht! Okay, die beiden kümmern sich um den Eisbrecher. Es ist toll, ein paar Verbündete zu haben. Eine Breitseite, bevor du da größer was machen kannst. Torpedos kommen auf uns zu! Aber woher? In dem Sektor dort sind keine Procs. Der vierte Metallaner. Tauchboote. Feuer! Haben Sie das gesehen, Mr. Onyx? Die Prokionen müssen ein Schiff entwickelt haben, das mit einer Ethiumschicht überzogen und dadurch unsichtbar wird. Wie sollen wir gegen etwas kämpfen, das wir nicht sehen? Da ist noch ein Eisbrecher. Gravitationslader einsetzen. Das zieht ihnen die Ethereum-Schicht ab und sie werden sichtbar. Es ist einen Versuch wert. Sir! Prokionische Schiffe legen am Parlament an. Es gehen Truppen von Bord. Sie wollen sicher versuchen, die Königin gefangen zu nehmen. Greifen Sie sofort an! Metallana in Sicht, Sir! Wie viele Eisbrecher haben die überhaupt hier? Anlegen, dann lege ich mal mit meiner Breitseite vor dir an. Kommt Jungs, das müsst ihr doch treffen. Ihr seid gute Schützen. Das könnte eng werden.
glaube, der schießt dann Nova-Werfer hin. Stehen mir gerade ein bisschen im Weg. Maschinen auf höchste Notfallgeschwindigkeit. Al, lege Kurs ab. Okionische Schiff in sich. Feuer! Tauchboote sollte man immer angreifen, sobald sie da sind. Der Eisbrecher von da hinten immer noch am Leben? Hat er es ernsthaft noch geschafft, die letzten zwei Schiffe, die da auf ihn zugekommen sind, zu zerstören, obwohl er so beschädigt war? Metallana in Sicht, Sir! Also dann, den kriegen wir auch noch. Jetzt werde ich sogar von meinem eigenen Torpedoboot noch beschossen. Breitseite. Gehe auf Patrouillengeschwindigkeit. Dann kriegst du halt ab, wenn du dafür stirbst. Das Parlament ist vorerst mal sicher, solange da keiner dran anlegt. Schiff in Sicht, Sir! Welches? Ein Rettungsboot der Piraten. So. Meine Schiffe sind noch in recht guter Verfassung. Nur ich selbst und mein Boot hat ein bisschen Schaden drin. Sie fliehen in alle Richtungen! Feuert weiter! Metallana in Sicht, Sir! Ach Gott, da kommt ein Großkampfschiff. Metallana nähern sich uns mit hoher Geschwindigkeit. Sie müssen die Piraten besiegt haben. Achtung, prokionische Schiffe! Sie haben keine Chance zu siegen. Wenn sie jetzt kapitulieren, werden sie fair behandelt. Haben sie dich doch noch erwischt, alter Cyborg. Die Piraten haben uns den Rücken freigehalten und dafür mit ihrem Leben bezahlt. Höchste Zeit, dass wir uns revanchieren. Alle Schiffe bereit machen zum Angriff auf die Metallana! Niemals, Jim Hawkins! Du und dieser Cyborg-Pirat, ihr habt unsere ganzen Pläne zunichte gemacht, aber ihr werdet euren Sieg nicht mehr genießen können, nachdem ich euch getötet habe! Tja. Ich
zumindest mal echt wissen will, dich da noch zu killen. Sie wollen uns ran! Hart, Steuerbord! Maschine volle Kraft! Es reicht nicht! Wir kommen hier nicht mehr rechtzeitig weg! Achtung! Bereit machen zum Aufprall! Halt durch! Ich werde dich heute nicht sterben lassen! Den Anblick von Silver, wie er mit seinem Schiff den Metallaner rammte und mir damit die Haut rettete, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Er wird für mich immer der tapferste Seemann von allen sein und ich stehe noch tiefer in seiner Schuld als zuvor. Wir waren immer noch dabei, Schiffbrüchige aufzulesen und fliehende Prokionen gefangen zu nehmen, als endlich die Verstärkung eintraf. Admiral Amelia wurde aus einem Langboot geborgen, da ihr Schlachtschiff im Kampf zerstört worden war. Ich würde lieber unter feindlichem Feuer stehen, als der Captain zu sein, der dem Admiral erklären muss, warum die Schiffe so lange gebraucht haben. Nachdem fast alle ihre metallanischen Schiffe zerstört worden waren, baten die Prokionen um einen Friedensschluss und diesmal meinten sie es ernst. Als Strafe für ihre Niedertracht mussten sie sehr harten Bedingungen zustimmen. Meine Mannschaft und ich wurden mit dem Königlichen Sternenorden ausgezeichnet. John Silver wurde von allen Anklagepunkten freigesprochen und zum Ritter des Königreichs ernannt. Der alte Cyborg hätte sich den Bauch gehalten vor Lachen, wenn er das noch erlebt hätte. Aber da von ihm nach dem Zusammenstoß nichts mehr zu finden war, musste ihm die Ehrung posthum verliehen werden. Seine Mannschaft berichtete, er habe sie alle in die Rettungsboote geschickt, bevor er mit seinem Schiff den Metallaner auf die Hörner nahm. Er war also in jenen letzten Augenblicken ganz allein. Die offizielle Formulierung lautet, John Silver hat sein Leben für das Königreich geopfert, aber ich weiß es besser. Der alte Pirat war zu schlau, um nicht immer noch einen Fluchtweg in petto zu haben. Und ihm war natürlich klar, dass die Admiralität sehr lange brauchen würde, um all die Verbrechen seines Roboter-Doubles zu vergessen. Ich weiß ganz genau, dass John Silver noch da draußen ist. Jenseits der Grenze, wo er irgendein altes Schiff wieder flott macht und eine neue Mannschaft anheuert. Ich hoffe nur, dass ich es bis zum Admiral gebracht habe, bevor er sich wieder in Schwierigkeiten bringt. Nur weiter so, Jungchen. So, damit sind wir mit diesem Spiel eigentlich durch. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Ganze mal wieder so durchzuzocken. Es ist halt ein sehr storylastiges Spiel, wobei die Story jetzt auch nicht so hochkomplex ist. Wobei es ein paar nette Sachen mit drin hatte. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit diesem Spiel wie ich. Es ist halt auch mal wieder was anderes, sowas zu spielen. Ich persönlich finde dafür, dass dieses Spiel so verdammt alt ist, ist es eigentlich ein ziemlicher Geheimtipp, muss ich mal so sagen. Das Spiel macht auch außerhalb der Kampagne noch ein bisschen Spaß zu spielen. Es wird halt leider nach einiger Zeit ein bisschen langweilig. Aber welches Spiel ist das nicht? Es ist halt immer mal wieder so ein kleiner Happen für zwischendurch, den man mal wieder einfach so auspacken kann und mal zocken kann. Man kann auch, also außerhalb der Kampagne, kann man natürlich sowohl mit Marine als auch mit Piraten oder Prokionen spielen. Das ist einem selbst überlassen. Es ist halt immer diese Sache. Also, ich persönlich spiele am liebsten Prokionen, muss ich mal so dazu sagen. Allerdings weniger die metallanischen Schiffe, sondern eher das prokionische Kampfschiff. Also, die Marine hat ja ebenfalls ein Kampfschiff. Das war das letzte Schiff, das wir hatten. Das ist auch mein Lieblingsmarineschiff. Allerdings mag ich von den Prokionen das Kampfschiff ebenfalls. Es hat halt einfach richtig geile Waffen an Bord. Vor allem 4 Fronttorpedos. Dazu ein Haufen mittlere und schwere Geschütze, die man allesamt mit Bordkanonen und Plasmakanonen ausstatten kann, was ich richtig cool finde. Die metallischen Schiffe sind natürlich auch cool, aber was mich an denen ein bisschen stört, ist, dass die meisten Waffen bei denen so festgelegt sind. Gut, die festgelegten Waffen sind dementsprechend stark. Also, ich meine, das Beste, was das Großkampfschiff hat, ist eine doppelte eine doppelschwere Bordkanone. Also es ist ein Spezialgeschütz. Es ist einfach wie eine Bordkanone, eine schwere, nur halt eben doppelt.
Dazu hat es einen Haufen Doppelplasmageschütze und einen Haufen anderer toller Kleinigkeiten. Die nicht festgelegten Geschütze sind das eigentlich das Schwächste an dem Schiff. Und das, was wir hier jetzt übrigens hier in dem Abspann noch sehen, das ist ein Sternhammer, wie man ihn normalerweise sieht. Ist nicht, meiner Meinung nach, nicht ganz so stark wie ein Kampfschiff, auch wenn es in der Rangordnung drüber steht. Wenn ihr ganz doll in den Kommentaren bitte schreibt, dann mache ich auch mal das ein oder andere Skirmish, also Gefecht, mit irgendwelchen Sachen, mit meinen eigenen Flotten. Ansonsten würde ich das LP an dieser Stelle, also nach dem Abspann, jetzt beenden und würde dann Platz für ein neues Projekt quasi hier machen. Weil so viel zu erzählen habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe euch ja am Anfang des LPs schon gesagt, dass die Story eine Fortsetzung zum Film ist. Nicht viel mit dem Film zu tun hat, außer halt die Vorgeschichte mit Jim Hawkins und John Silver und Admiral Amelia, die während dem Film ja noch ein Captain war. Die hat es bis zum Admiral gebracht in den paar Jahren. Wobei man sagen muss, dass Jim Hawkins jetzt das auch innerhalb von wenigen Wochen und Monaten bis zum Commander gebracht hat. Ihr könnt mir außerdem mal in die Kommentare schreiben, ob euch das Spiel so gefallen hat oder ob ihr es euch, wenn ihr es noch irgendwie kriegen könntet, zulegen wollt. Beziehungsweise, was von dem Spiel hat euch denn am besten gefallen? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. So, die Credits sind jetzt fast vorbei. Das LP ist fast zu Ende. Wird aber definitiv nicht das letzte LP sein, das ihr von mir gesehen habt. Da laufen ja noch zig andere auf unserem Kanal. Ich habe jetzt auch vor kurzem noch das Pokémon Silber LP angefangen, das wahrscheinlich schon längst läuft, während ihr das hier jetzt seht. Kann aber noch nicht sagen, wie weit wir bis dahin sein werden. Ich muss jetzt nämlich erstmal schauen, wie viel Material die letzten 6 Missionen hergeben, weil die habe ich ja jetzt am Stück aufgenommen. So, da sind wir wieder im Titelmenü. Und ja, damit zeige ich jetzt mal ein mehr oder weniger endgültiges Tschüss. Es sei denn wirklich, ihr schreibt mir hier in die Kommentare, ihr wollt noch ein paar Skirmishes sehen. Dann lade ich da auch noch ein bisschen was hoch. Weil man kann hier durchaus noch das ein oder andere Szenario oder Skirmish spielen. Gibt da einiges. Man kann ja auch einstellen, wie viele Siegpunkte man verwenden darf, wie groß die Flotte maximal sein darf. Das ist das Maximum, was geht. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Projekt. Und bis dahin, tschüss. Macht's gut.